Im ersten Jahrgang befindet sich ein bundesweit einmaliges Weiterbildungsprogramm Professional Food Bachelors der Universität Bonn. Sigrid Roth zählt zu den ersten Teilnehmerinnen. Sie ist eine Trainee beim Deutschen Verband Tiernahrung und absolviert nach einigen Seminaren ihre erste Praxisstation bei der Firma Heiliger in Zülpich. Hauptmotivation lag darin, nicht nur die Unternehmen und Organisationen kennenzulernen, sondern auch handfeste Praxiserfahrung zu sammeln. Der DVT gehört zu den ersten Arbeitgebern, die ProFOP testen. Dr. Knut Schubert ist vom Programm überzeugt. ProFOP zeichnet aus, dass es ein sehr strukturiertes Programm ist, dass es auf Bachelor zugeschnitten ist. Diese Form der, ja, ich sag mal, Berufseinführung gibt es so, zumindest uns bekannt, nicht weiter in Deutschland. Das überbetriebliche Trainee-Programm Professional Food Bachelors, kurz ProFOP, unterstützt insbesondere Unternehmen und Institutionen aus der Agrar- und Ernährungsbranche dabei, von den Vorteilen des Bachelorstudiums zu profitieren. Die Uni Bonn arbeitet hier als Schnittstelle und hilft, akademische Nachwuchskräfte zu vermitteln. Wir haben viele Gespräche geführt mit potenziellen Arbeitgebern in der Phase, als das Diplom abgeschafft wurde und der Bachelor und Master eingeführt wurde, und die Erfahrung dabei gemacht, dass die Arbeitgeber nicht wissen, was auf sie zukommt mit diesem Bachelorabschluss. Das einjährige Trainee-Programm bietet den Arbeitgebern die Möglichkeiten, die Kandidaten und ihre Fähigkeiten kennenzulernen und somit neue akademische Fachkräfte zu rekrutieren. Der Start des Programms ist aus unserer Sicht sehr gelungen, weil das genau das trifft, was auch die Wirtschaft benötigt. Sie braucht frische Absolventen, die den Berufseinstieg wagen wollen, aber auch noch ein Stück an der Hand geführt werden. Und die Absolventen profitieren von den vielen praktischen Erfahrungen, die sie in der Zeit sammeln können, und vor allem von einem schnelleren Einstieg ins Berufsleben. Wir sind zwar der erste Durchlauf und somit die Versuchskaninchen, aber das merkt man im Prinzip gar nicht. Also es ist wirklich sehr gut organisiert und durchdacht. Von daher, es läuft sehr gut. Inzwischen ist ein Jahr vergangen und der erste ProFOP-Jahrgang zählt schon zu den ehemaligen. Auch Sigrid Roth hat ihr Trainee-Programm erfolgreich absolviert. Mein ganzes ProFOP-Jahr war ein sehr erfolgreiches Jahr. Ich habe viel gelernt, ich habe viele Kontakte knüpfen können, kann mich nun beruflich weiterentwickeln und viel selbstbewusster im Arbeitsmarkt auftreten. Der zweite Durchgang des ProFOP-Trainee-Programmes findet 2014 statt. Interessierte Absolventen und Firmen finden alle Informationen und Kontaktdaten unter www.profop.uni-bonn.de.